Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Geschenkbox-Video. Denn die Sowjets haben wir hinter uns gebracht und heute wollen wir die chinesischen Boxen uns mal etwas genauer anschauen und sehen, was da so drin ist, was wir dafür gezahlt haben, was wir effektiv rausbekommen. Und bis auf das Thema Dekoration ist ja alles andere sehr spannend. Die Dekorationen sind natürlich für sich auch gesehen sehr spannend, aber kann man natürlich jetzt schlecht erstmal in Euros erfassen, deswegen lassen wir die für sich erstmal ein bisschen außen vor. Starten wir, wieder 11 Stück und wir öffnen das. ...100.000 Credits und 250 Gold. Ich habe es mir natürlich wieder notiert, also wir werden auch am Ende dann wieder die Zusammenfassung hören. Da ist ein Tag Premium dabei und 250 Gold. Drei Tage Premium und 250 Gold, sehr schön. Nochmal ein Tag und 250. Nochmal drei Tage Premium und 250 Gold. Bisher noch kein Panzer, würde man dann erkennen, dass dann auch ein Stellplatz dann am Start wäre, beziehungsweise das Gold. Hier haben wir noch viel Erfolg im Jahr des Hundes. Ja, nehme ich auch mit. Tag Premium 250 Gold. 100.000 Credits 250. Gold haben wir da jetzt. Die vorletzte der Kisten. Auch eine 500.000 Credits. Sehr schön. Und 250 Gold. Und die letzte chinesische Kiste beinhaltet nochmal 750 Gold. Sehr schön. Das heißt, wir haben da jetzt in Summe 10 Tage Premium bekommen. Das sind nämlich 310 jetzt. Wir haben 77.176 Gold und 12,25 Millionen Credits. Das heißt, wir haben jetzt 10 Tage Premium erhalten. Lass mich kurz ausrechnen. 3.500 Gold und 700.000 Credits. Wenn ich das jetzt mal hochrechne. 10 Tage Premium. 10 Tage, das sind, wenn ich es mal rechnen, ganz plump rechnen darf, sind es 1.900 Gold. 1.900 Gold. Dann die 3.500, die wir bekommen haben. Und die Credits kommen wir gleich separat. Also heißt es, wir haben damit 5.400 Gold erhalten. Wenn ich mir 5.400 Gold jetzt aktuell kaufen würde, würde das bedeuten, dass ich dafür ausgeben muss, ich sag's euch gleich, 5.500 Gold gibt es zu kaufen, das sind 1.999, das heißt, damit habe ich das raus und 700.000 Credits roundabout eben geschenkt bekommen, wenn man das so sehen will. Natürlich könnte man jetzt sagen, die 700.000 Credits kann man auch umwandeln. Das wären auch nochmal 1.750 Gold gewesen. Wenn man das jetzt beziffert, das sind roundabout 7 Euro, die man dann so sehen will. Also, wenn ich jetzt nur mal das Thema Premium-Tage und Gold sehe, bin ich ziemlich 0 auf 0 rausgegangen. Die Tarnung, die noch dabei war, darf man natürlich auch jetzt nicht ganz verkennen, aber das lasse ich jetzt mal eurotechnisch rausgerechnet. Und die 700.000 Credits gab es am Top. Wenn ich das jetzt mit reinrechne, habe ich sogar 6 Euro gut gemacht. Ja, das war's dann davon. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen einen Einblick bilden. Und auch bei diesen Paketen, wo ja keine dicken Panzer dabei waren, gehen wir aber hier immer noch nicht mit einem Minus nach Hause. Das finde ich sehr spannend. Ja, dann schauen wir mal, was in den nächsten Paketen drin sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.